Los, komm, ich mach dich. Ups. Ja. Alter, den habe ich fetter hochgekickt. Nice. Ja. Okay. Milizen-Eliminator. Okay, toll. Habe ich nicht hinbekommen. Okay, ich muss normal. Ich darf nicht schnell reiten. Scheint hier ein bisschen zu regnen. Alter Schwede, das sind aber ganz schön viele Truppen. Gibt es oben im Norden genug Platz für uns? Okay. Es war eine Ehre, gedient zu haben. Oh nein! Was hat er getan? Wo bin ich? Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Lagers, nicht wahr? Achtung! Juhu! Wo seid ihr hin? Tja. Ich würde sagen, nichts hinterher, ne? Pulverkarren zerstören. Okay. Okay, okay, okay. Ah, komm schon. Mach hin. Na los. Ja, ja, bin ja schon dabei aufzuholen. Na. Nice. Oh, sind wir runtergefallen? Oh. Hielt euch nie für einen Feigling etwas. Na dann kommt! Oh, jetzt entkommt er, oder was? Ich wusste, sie würde. Na, irgendwie nicht wirklich, glaube ich. Ach man, George. Ist doch George Washington, oder? Die hat ganz schön was drauf, die Gute. Haha, so ein Loser. Das verdiene ich nicht. Auch geil, wie er durchs Wasser läuft. Bam, da habe ich ihn abgeknallt. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ups, jawohl, ja. Warum, euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Ha. Naja, vielleicht ein bisschen. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun. In diesem habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt.
Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Ah, ha, okay. Interessant, interessant. Nein. Nein. Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Okay. Ich habe so eine Theorie, aber naja, ich behalte meine Theorie mal für mich, weil eventuell ist sie totaler Bullshit und dann, ja, habe ich nur Müll erzählt. Deswegen werde ich einfach sagen, ja, ich hatte recht nachher. Egal, ob es jetzt wirklich gestimmt hat oder nicht. Ein paar Tage später wiederum. Aha. Ja. Gut. Tür öffnen. Weiter geht's. Master Kenway. Habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod, koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr
seid ein Templer. What the fuck? Der Vater des Verstehens uns leid. Ach was! Kranker Scheiß. Alter Schwede, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Holy shit. Ha! Oh mein Gott. Ihr habt das gesehen, oder? Das hat mich jetzt total geflasht. Ja, ein bisschen mehr Enthusiasmus hier mal. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fange mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Na, ich denke mal, ich schaue mich noch mal ein bisschen hier um, ne? Alter, eigentlich wollte ich ja jetzt aufhören, ne? Aber nach der Geschichte eben will ich weitermachen. Ach so, okay. Ich will mich hier mal ein bisschen umsehen gerade. Da hängt eine Stange, da muss ich mich sicher nachher rüberschwingen. Oder jetzt. Mal schauen, was wir da finden. Gut, oder auch nicht. Von mir aus. Gut. Naja, ich würde sagen, genug umgesehen. Ab in Animus und ich will jetzt doch noch weiter zocken. Ich mach so lange, bis meine Festplatte einfach voll ist, was eher früher als später passiert. Aber nun ja. Nexiate huaya done kero. Aze kondete jajerda oni. Aha. Nexia ochten on de gadi was takwe. Agungwe da su awa hu anodungwe zinia ot nesago de ogua. Zeujerda suria dizax ne hatem. Rageneru quaque ante zini togwenyo. Nexia hondo yohawitu. Yadehagone rakwe. Ginu oro jokwe templar agwegu tadinia rodarox. Ne oho otketonis. Segotke.